Im dargestellten Quader ABCD EFGH ist M die Mitte der Kante CG. Klein a berechne den Abstand zwischen dem Punkt H und der Geraden AM. Klein b berechne den Abstand zwischen dem Punkt F und der Ebene AHM. Hier ist die Strecke AM und was wir in klein a suchen, das ist dieser Abstand zwischen dem Punkt H und der Geraden AM. Dazu können wir diese Formel einsetzen. Der Abstand zwischen einem Punkt und einer Geraden, die in einem orthonormierten Bezugssystem angegeben sind, wird berechnet durch das Vektorprodukt des Vektors dp mit dem Vektor w geteilt durch seine Länge, wo d ein beliebiger Punkt der Geraden ist und wo w ein Richtungsvektor dieser Geraden ist. Durch die gerade wiederholte Formel können wir also den Abstand zwischen dem Punkt h und der Geraden am so berechnen. Wir rechnen die Norm vom Vektorprodukt der zwei Vektoren ah und am geteilt durch die Norm des Vektors am. Denn der Punkt A gehört zur Geraden AM und der Vektor AM ist ein Richtungsvektor dieser Gerade. Das können wir berechnen in einem orthonormierten Bezugssystem, also müssen wir zuerst eins wählen. Zum Beispiel dieses da, je nach diesen angegebenen Maßen. In diesem orthonormierten Bezugssystem hat der Punkt A als Koordinate 12, 0, 0. Der Punkt F hat als Koordinate 12, 8, 6. Der Punkt H hat als Koordinate 0, 0, 6. Der Punkt C hat als Koordinate 0, 8, 0. Und der Punkt G hat als Koordinate 0, 8, 6. Da M die Mitte dieser Kante CG ist, erhalten wir die Koordinate von diesem Punkt M durch die halbe Summe dieser Koordinaten. Das heißt, 0 plus 0 geteilt durch 2 macht 0, 8 plus 8 geteilt durch 2 macht 8 und 0 plus 6 geteilt durch 2 macht 3. Somit haben wir die notwendigen Koordinaten und bestimmen jetzt zuerst die Koordinate vom Vektor AH und die Koordinate vom Vektor AM. Die Koordinate des Vektors AH erhalten wir durch die Koordinate von H minus die Koordinate von A. Also 0 minus 12, das macht minus 12, 0 minus 0 macht 0 und 6 minus 0 macht 6. Die Koordinate vom Vektor AM erhalten wir durch die Koordinate von M minus die Koordinate von A, also minus 12, 8, 3. Jetzt rechnen wir die Koordinate von diesem Vektorprodukt AH vektoriell AM in dieser Reihenfolge. Das ergibt als Abszisse 0 mal 3 minus 8 mal 6. Also minus 48. Die Ordinate, das ist 6 mal minus 12, minus 3 mal minus 12, also macht das 6 mal minus 12, minus 3 mal minus 12, das heißt 3 mal minus 12, also minus 36. Und das Lot, das ist minus 12 mal 8, minus minus 12 mal 0, also minus 12 mal 8, minus 0, das macht minus 96. Von diesem Vektor rechnen wir jetzt die Norm. Und dazu können wir sagen, dass diese Koordinate dasselbe ist wie minus 12 mal die Koordinate 4, 3, 8. Und diese minus 12 darf aus diesen Normstrichen raus in Form von 12. Wir suchen also jetzt nur noch die Norm von diesem Vektor mit Koordinate 4, 3, 8. Und das ist die Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat
plus das Lot im Quadrat. Und so finden wir als Norm von diesem Vektorprodukt 12 mal die Quadratwurzel von 89. Jetzt rechnen wir noch die Norm des Vektors AM. Die finden wir auch durch Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat plus Lot im Quadrat. Die Norm des Vektors AM ist also die Quadratwurzel von 217. Jetzt ersetzen wir diesen Zähler durch dieses Produkt und diesen Nenner durch diese Quadratwurzel. So. Und der Taschenrechner liefert uns dann den Dezimalwert von der Distanz zwischen H und AM. Hier ist die Ebene AHM und was wir in klein b suchen, das ist der Abstand zwischen diesem Punkt F und dieser Ebene AHM. Dazu können wir in einem orthonormierten Bezugssystem diese Formel einsetzen, die besagt, dass der Abstand zwischen dem Punkt P und der Ebene Alpha gerechnet werden kann durch den Betrag vom Skalarprodukt des Vektors AP mit dem Vektor N geteilt durch die Länge des Vektors N oder auch geteilt durch seine Norm, wo A ein beliebiger Punkt der Ebene Alpha ist und N ein Normalvektor zur Ebene Alpha ist. Je nach der Formel, die wir gerade wiederholt haben, können wir also den Abstand zwischen diesem Punkt F und dieser Ebene AHM berechnen durch den Betrag vom Skalarprodukt des Vektors AF mit einem Normalvektor zur Ebene AHM geteilt durch die Norm dieses Normalvektors zur Ebene AHM. Der Vektor AF hat als Koordinate die von F minus die von A, also 0, 8, 6. Als Normalvektor zur Ebene AHM könnte man dieses Vektorprodukt nehmen, dessen Koordinate wir in klein a berechnet haben. Aber der Vektor mit Koordinate minus 1 Zwölftel von dieser, das heißt mit Koordinate 4, 3, 8, ist auch ein Normalvektor zur Ebene AHM. Und somit können wir diesen Bruch berechnen. Der Zähler ist das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren, aber dann Betrag davon. Und der Nenner, das ist die Norm von diesem Vektor, die wir in klein a schon berechnet haben. Da das Bezugssystem orthonormiert ist, können wir dieses Skalarprodukt berechnen durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Und somit finden wir als Distanz zwischen dem Punkt F und der Ebene AHM 72 mal die Quadratwurzel aus 89 geteilt durch 89. Und der Taschenrechner liefert uns diesen Dezimalwert. In einem orthonormierten Bezugssystem kann man die Distanz zwischen einem Punkt P und einer Ebene Alpha auch so berechnen. Diese Formel besagt, man berechne einen Betrag geteilt durch eine Quadratwurzel. Zwischen den Betragstrichen nimmt man den linken Teil der kartesischen Gleichung von Alpha, indem man die Abszisse x durch die Abszisse P1 von P ersetzt, indem man die Ordinate y durch die Ordinate P2 von P ersetzt und indem man das Lot z durch das Lot P3 von P ersetzt. Und unter der Quadratwurzel steht die Summe von drei Quadraten. Die Basen sind a, b und c. Das heißt, die Vorzahlen von x, y und z in der kartesischen Gleichung von Alpha. Um die gerade wiederholte Formel anzuwenden, brauchen wir zwei Richtungsvektoren der Ebene AHM. Ich habe die zwei Vektoren AH und AM gewählt. Der Richtungsvektor AH hat als Koordinate minus 12, 0, 6 und der Richtungsvektor AM hat als Koordinate minus 12, 8, 3.
Die kartesische Gleichung der Ebene AHM kann schnell so geschrieben werden, diese Determinante ist gleich 0. Die erste Spalte der Determinanten wird gebildet durch die Koordinate x, y, z von einem beliebigen Punkt der Ebene AHM minus die Koordinate von einem Punkt der Ebene AHM, ich habe hier den Punkt A gewählt, mit Koordinate 12, 0, 0. Die zweite Spalte ist gebildet durch die Koordinate von einem Richtungsvektor der Ebene, ich habe hier den Vektor AH gewählt, mit Koordinate minus 12, 0, 6. Und die dritte Spalte ist die Koordinate von einem zweiten Richtungsvektor der Ebene AHM, der aber nicht kollinear zu diesem da ist. Dazu habe ich den Vektor AM gewählt, dessen Koordinate minus 12, 8, 3 ist. Jetzt berechnen wir diese Determinante und das führt sofort zu 8x plus 6y plus 16z minus 96 gleich 0. Das ist also die kartesische Gleichung der Ebene AHM in diesem orthonormierten Bezugssystem. Um die Distanz zwischen dem Punkt F und dieser Ebene zu berechnen, rechnen wir also, wie eben wiederholt, Bruch von einem Betrag geteilt durch eine Quadratwurzel. Zwischen den Betragstrichen schreiben wir den linken Teil der kartesischen Gleichung der Ebene, indem man x durch die Abszisse vom Punkt F ersetzt, also durch 12, y durch die Ordinate 8 ersetzt und z durch das Lot 6 ersetzt. So erhalten wir diese Rechnung. Als Radikant von dieser Quadratwurzel schreiben wir die Summe der Quadrate der Vorzahlen von x, y und z aus dieser kartesischen Gleichung. Also Vorzahl von x, das ist diese 8, Vorzahl von y, daher die 6, Vorzahl von z ist diese 16. Und somit finden wir als Distanz zwischen f und der Ebene AHM diesen Bruch. Den kann man noch etwas anders schreiben und wir finden so genau den Bruch, den wir eben gefunden haben und der Taschenrechner liefert wieder diesen Dezimalwert.